existiert Allah ohne Zeit und Ort. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Zeit und hat Ort und Platz alles erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist über seinen Himmel, subhanahu wa ta'ala, über seinem Thron, subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sagt, über dem Thron ist Ort, dann ist Allah über, ist über dem Ort und über die Zeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist unabhängig von Ort und von Zeit. Weil wenn Ort und Zeit erschaffen sind und du sagst, Allah hat Ort oder hat Zeit, dann machst du Allah wie die Geschöpfe und das geht nicht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aber dass man sagt, Allah ist nicht über dem Himmel, das ist falsch. Dass man sagt, Allah ist nicht über seinem Thron, das ist auch falsch. Allah ist über dem Thron, über dem Himmel, subhanahu wa ta'ala. Und über dem Himmel und über Thron heißt nicht, dass Allah in ein Ort ist, was erschaffen ist. Allah kann nicht in seinen Geschöpfen inkarnieren. Und das geht nicht. Und er braucht das nicht, subhanahu wa ta'ala.